يعني دي فراغ لوتت ستيمت dass das Mahdi in Mekka entdeckt wird. Genau, das stimmt. Al-Mahdi, der richtig Mahdi ist. Und eigentlich Al-Mahdi heißt, sein Name ist Muhammad ibn Abdullah. Das ist sein Name, der echte Mahdi. Denn der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Yahmilu ismi, trägt mein Name, Muhammad ibn Abdullah. Und von Familie von Fatima, Bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In seiner Zeit wird viel Khairat geben. Sogar auch Isa alaihi salam wird hinter ihm beten. Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah, wenn er kommt, und er wird kommen, weil es gibt auch manche Leute, die nicht an das glauben, er wird kommen und Isa alaihi salam, wenn er runterkommt, er kommt zwischen Flügel von Engel Isa alayhi salam عند المنارة البيضاء, diese weiße Minarett in Damaskus, in Damaskus. In Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war das nicht, aber jetzt gibt's, obwohl Muhammad sallallahu alaihi wasallam das damals gesagt hat, und jetzt kam Allahu Akbar. Und Isa alayhi salam, er kommt auch in der Moschee, wo Al-Mahdi ist. Und schau mal, Muhammad ibn Abdullah, er wird ihm erkennen, dass er Isa a.s. ist, und sagte ihm, tafaddal, taqaddam, bete vor, Allahu Akbar. Das heißt, auch wenn Isa kommt, er wird auch unsere Scharia weiterziehen und folgen, Allahu Akbar. Isa a.s., ein Löwe, ein Mann, er wird sogar auch diese falsche Mahdi, Ad-Dajjal, der jetzt gibt, er wird ihn töten mit einer Speer. Und diese Al-Mahdi, oder ich meine, diese Dajjal, wenn er Isa a.s. sieht, er wird schmelzen wie, also Salz in Wasser schmelzt. Allahu Akbar. Hauptsache, Al-Mahdi wird in Mekka während dem Tawaf entdeckt. Und schau mal, subhanallah, das ist auch eine Ehre, wenn du ein Gelehrter bist. Wer wird ihn erkennen? Die Gelehrten, die dort sind. Und wenn er merkt, dass sie ihn erwischt haben, er wird abhauen und weg. Aber die werden ihm auch folgen. Lakin, in seiner Zeit, wie gesagt, gibt es Khairat. Wird viel Khairat geben. Ich habe einen Vortrag in YouTube über ihn. Könnt ihr inshallah auch das also gucken.